Hallo, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem Video von mir. Und zwar möchte ich heute mit euch eine Karte basteln. Und zwar eine, ja, ganz besondere Karte, finde ich. Denn ich habe mir ja vor kurzem von Doodlebug, Polka Doodles, diese Mega-Stempel gekauft. Und ja, diese Stempel, die lassen es halt zu, dass man aus diesen einzelnen Teilen ganz, ganz viele verschiedene Dinge macht. Und ich habe mir gedacht, wir gestalten jetzt einfach einmal eine Karte, damit ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, was man damit machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach nur, oh, Entschuldigung, ich habe gerade Wasser getrunken. ich habe jetzt einfach mit Distress Oxidkissen, wie man sieht, den Hintergrund gestaltet. Und das ist auch neu für mich. Ich habe damals die Kissen gekauft und es hat nie so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt haben die bestimmt 2 Jahre in der Schublade gelegen. Und dann hat irgendein schlauer Kopf diese Teile hier entdeckt zum Verblenden. Und ich habe mir dann gestern diesen hier beim Rossmann gekauft. Also ich kann euch sagen, der funktioniert wunderbar. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil er nass ist. Genau, aber die hier, traumhaft. Und da habe ich meine Distress-Oxid-Kissen auch wieder für mich entdeckt. Genau, und ich möchte heute mit euch so eine, ja, total crazy kreative Karte basteln, denn ich finde sie einfach mega schön. Genau, und bevor ich jetzt weiter quatsche, fangen wir auch einfach an. Und zwar habe ich hier ein Stück Cardstock. Ich benutze dazu ganz gerne ganz glatten Cardstock. Das hier sind zum Beispiel die Exacompta. Ach, das kann sich kein Mensch merken. Ich zeige sie euch. Moment. Und zwar sind das diese Karteikarten. Die liebe ich, die nehme ich zum Kolorieren, die nehme ich als Kartenhintergrund, die nehme ich für Oxid. Also, die sind einfach traumhaft. Genau. So, und ich habe mir hier schon mal einen Stempel rausgesucht und ich habe mir hier Distress-Farben ausgesucht, wo ich denke, die könnten schön passen, weil es soll ja quietschig sein, es soll farbenfroh sein. Und genau, da habe ich mir diese Farben ausgesucht und ich beginne einfach mit der hellsten Farbe. Und wie gesagt, also ich kann auf einmal wirklich meine Distress-Farben Kissen verblenden. Das habe ich einfach mit keiner anderen Technik hinbekommen. Okay, hier ist jetzt noch ein bisschen rot drin, aber es macht nichts. Nehmen wir mal das hier. Also das habe ich wirklich noch mit keiner anderen Technik hinbekommen, diese Kissen irgendwie auch nur sinnvoll zu verblenden. Das sah bei mir immer fleckig aus. Es war immer streifig oder man hat den Ansatz gesehen, wo ich angefangen habe zu verblenden. Und also furchtbar. Aber mit den Bürsten krieg sogar ich Honk das hin. Und wenn ich das hinkriege, dann kriegt auch ihr das hin. Also ich find's mega. So, dann nehmen wir noch grün. Wie gesagt, es soll ja schön quietschig sein. Und es funktioniert auch mit dieser kleinen Bürste, die ich euch gestern im, was gestern? In irgendeinem meiner Hauls gezeigt habe. Ich müsste die Bürste zwischendurch mal kurz reinigen, aber naja, wird es halt ein bisschen orangelastig. So, und ihr seht, das ist so einfach. Also mit der Technik kann sogar ich meine Oxidkissen verblenden. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe auch gar nicht so viele Farben, weil ich irgendwann aufgehört habe, welche zu kaufen. Weil mich das so geärgert hat, dass ich das einfach nicht hinbekommen habe. Jo.
Und hier geht ihr einfach ja wirklich so lange drüber, bis euch das Farbergebnis gefällt. So. Erstmal haben wir jetzt schon mal einen schönen Hintergrund. Tada. So, dann machen wir erstmal unsere Kissen zu, weil ich weiß, ich schaffe es da gleich reinzugreifen. Also ihr habt gesehen, das geht wirklich rucki-zucki und das habe ich mit diesen Blending-Tools nie hinbekommen. Also, ne, Kartenrolling ist fertig, finde ich super. So, und jetzt haben wir hier unseren Stempel und Leute, das ist so mega, was man da alles mit anstellen kann. Ach, herrlich. Ich finde sie einfach traumhaft. Also ihr habt hier zum Beispiel auch nochmal so Beispiele, ne? Was ihr damit machen könnt. Ihr könnt Ränder machen, ihr könnt. Ah, also, ihr könnt da echt hunderte Sachen mitmachen. Und ja, also, was machen wir denn Schönes? Ich fange einfach mal an. Also ihr könnt das Ganze natürlich auch kolorieren. Also auch das ist kein Problem. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und zwar sieht das hier aus wie so eine Libelle. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich brauche jetzt nur erstmal. Also, ihr müsst euch dann schon eure Sachen so ein bisschen selber zusammenfriemeln, weil es ist nicht so, wie es sein soll. Also, selbst wenn ihr Tiere damit kreiert, die müsst ihr wirklich selber noch zusammensetzen. Und ich stempel jetzt einfach mal hier so. So. Das sieht aus wie ein Libellenkörper, finde ich. Und dann haben wir hier Flügel oder Schmetterlinge oder wie auch immer. Ja, vielleicht arbeitet ihr auch einfach mit einer Stempelhilfe. So, hier wäre dann natürlich mal mein Spiegeltool ganz angebracht, aber wir machen es jetzt erstmal so. So, jetzt habe ich das natürlich viel zu weit weggestempelt, aber gut. Ihr könnt, glaube ich, erkennen, was das sein soll. So. Also ich finde das super interessant, auch ja, das alles dann selber noch zu kreieren. Oh, die sind mir schon fast zu groß, die hinteren Flügel, aber egal. Oh, dann geht's nicht. So. Da muss ich noch mal kurz. So. Und selbst wenn ihr hier so einen Fehler gemacht habt, überstempelt, das fällt wirklich kaum auf. Jetzt sind mir aber die Körper der Libellen ein bisschen zu klein bei den gigantischen Flügeln. Und dann setzen wir hier einfach nochmal. Ein Stück dran. Und das, ich sag ja, ich finde das so cool, wie man das so zusammensetzen kann. So, jetzt
stempeln wir uns hier unten noch. Also wie gesagt, ihr nehmt einfach das, was ihr als schön empfindet und setzt das zusammen. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel, wenn ich da jetzt stempel, ist da der Libellenflügel im Weg. Dann. So, da möchte ich stempeln. Dann maskiere ich mir den mal ganz kurz mit einem Stück Washi-Tape so ein bisschen. So. Ne? Also ich finde es einfach Wahnsinn, was man damit so anstellen kann. Und ja, also wer hier seiner Fantasie nicht wirklich oder seine Fantasie nicht ausleben kann, dann weiß ich es auch nicht. Also das ist. So, jetzt haben wir hier sowas. Das sieht aus wie ein kleiner Pilz, aber da fehlt mir der Fuß zu. Und dann stempel ich mir den einfach. Nehme hier meinen. So. So einfach ist das. Ich finde das total klasse. So, was haben wir hier denn noch? Ach, das ist so toll. Und ihr könnt stundenlang stempeln. Ihr könnt wirklich stundenlang stempeln, wenn euch danach ist. Und ihr seht, ich stempel ganz ohne Stempelhilfe oder. Unterlage, die Stempel lassen sich super stempeln. Ja, super. Also ich finde es einfach mega. Wenn wir schon dabei sind, fliegende Insekten zu machen, ne? Dann machen wir das richtig. Und machen uns noch ein paar dicke Bienen. Ja, ich sag ja, eure Fantasie ist da überhaupt keine Grenze gesetzt. Ihr könnt alles zusammenwursteln, wie ihr das denkt und ach, das ist einfach. Und ich habe das Gefühl, es kann gar nicht genug sein, also es kann gar nicht zu viel sein. Man hat ja bei manchen Sachen schon mal das Gefühl, uiuiui, jetzt muss man aber aufhören. Das wird zu viel, aber hier habe ich das Gefühl, es kann gar nicht zu viel werden. So. Ich hätte jetzt noch ein paar Stempel, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Und ich denke, das ist auch okay so. Ich lasse jetzt, leg die Stempel jetzt mal eben. Oh, die kleben wie verrückt.
So. Na, kommt runter. Ich lege sie jetzt mal kurz zur Seite. So, und jetzt könnt ihr natürlich noch so ein paar Akzente setzen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Moment. So, und zwar habe ich hier diese tollen Gelpens. Einmal in Neonfarben, einmal in Metallicfarben und in Glitzerfarben. Und dann könnt ihr natürlich noch hingehen und gewisse Teile wie hier so einen Flügel ein bisschen beglitzern. Dazu, wenn ihr dieses Papier benutzt habt, legt euch einfach dazu ein normales Papier, denn die Kugeln in diesen Stiften werden auf diesem Papier nicht so gut rollen, weil das Papier ganz glatt ist. Und dann durch das so. Oder wir testen mal hier so einen Metallic-Stift. Das sieht auch gut aus. Das Glitzer gefällt mir dann doch ein bisschen besser. So. Ja, da könnt ihr euch natürlich dann wieder austoben. Kolorieren ist natürlich schwer jetzt auf diesem Hintergrund. Ich denke nicht, dass das funktioniert. Aber ihr könntet natürlich das Ganze vorher kolorieren und dann ausschneiden und aufkleben. Aber so, einfach so ein bisschen beglitzern. Oder ihr nehmt hier so einen Silber-Metallic-Stift. Der ist nicht wirklich silber. So. Und setzt einfach hier nochmal so ein paar silberne Akzente. Oder einfach hier so ein paar Punkte rein oder in die Punkte. Also wie gesagt, das ist so klasse, dieses Stempelset ist, ich bin davon immer noch total begeistert. Ich weiß nicht, ob wir mit den Neonfarben irgendwas reißen können. Wir können hier mal grün benutzen. Die sieht man nicht wirklich. Ja, und schon habt ihr auch noch so ein bisschen Farbe ins Bild gebracht. Es muss ja gar nicht viel sein, nur so ein bisschen. So, machen wir den mit der Sumse. Die Sumse kriegt auch noch so ein bisschen.
So. Und schon, ja, habt ihr ein total. Ah, ich finde es einfach, also mir gefällt das richtig gut. Ich habe dann hier noch mein Wing of Stella und der ist auch traumhaft. Da könnt ihr zum Beispiel, da kommt keine Farbe raus, sondern nur Glitzer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Also. Aber auch der funktioniert natürlich auf dem Papier nur. Ich hatte auch mal diesen wunderschönen Pinselstift von Ring of Stella, aber der ist in dem ganzen Hin- und Hergeräume-Chaos irgendwie leider verloren gegangen. Naja. So, und dann braucht ihr eigentlich nur noch einen passenden Hintergrund. Einen passenden Hintergrund. Und da nehme ich jetzt diesen. Ja, der ist total passend, denkt ihr euch jetzt, aber ich finde schon. Ich finde, der passt wirklich. Ach ja, ich habe es ja festgeklebt, ne? Das nehmen wir jetzt mal weg. Dann schneiden wir uns mal ganz flott hier unseren Hintergrund zurecht. Zack. Oder besser gesagt, wir falzen erstmal bei 10x30, 10,5 und schneiden das Ganze dann hier einmal zurecht. Zack. So, Katzenrolling. Kartenrolling passt. Karte drauf. Karte zu groß. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen was abschneiden. So. So habe ich mir das vorgestellt. Schaut mal, ist das schön. Also ich finde das super. Ich finde diese Stempel einfach mega. Ihr könnt das Ganze natürlich auch zu einer Blüte stempeln, zu Fantasietieren stempeln, das Ganze kolorieren. Ihr könnt das Ganze, auch was weiß ich, macht doch damit, was ihr wollt. Nein. Aber ihr seht ja, es ist. Also diese Stempel, da bin ich froh, dass ich die gekauft habe, weil die haben mich jetzt wirklich nochmal aus diesem kreativen Loch geholt. Und ja, so. Jetzt nehme ich mir so ein Stück von diesem Kartenaufleger. Und da kommt jetzt einfach nur noch ein schöner Spruch. Ich habe hier sogar noch einen Streifen, dann brauche ich das gar nicht zu zerschneiden. Der reicht mir nämlich schon. Der kommt jetzt hier einfach irgendwo drauf. Ich würde sagen, hier unten, so irgendwie. Genau, und da kommt dann noch ein netter Spruch drauf. Ich werde den auch noch ein bisschen kürzen, weil der ist mir nicht zu lang. So. Den klebe ich mir jetzt dahin und zwar mit meinen 3D-Pads. Zack. Zack. So, und dann kommt da noch ein schöner Spruch drauf. Und den möchte ich gerne in diesem Blau. Oder mache ich den in diesem Magenta?
Und schon haben wir eine tolle Karte gestaltet. So. Und das ging doch jetzt wirklich schnell, finde ich. Wenn ihr euch alles so zurechtlegt, es glitzert ein bisschen. Seht ihr das, wie es glitzert? Könnt ihr das sehen? Nee. Ja, doch, da kann man das ein bisschen sehen. Wie die Flügel glitzern, die Schrift glitzert. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin von diesen Stempelsets total begeistert. Auch hier dieses unkolorierte, dieses komplett unkolorierte gefällt mir auch richtig gut. Mit einem schönen Hintergrund und man hat eine super Karte. Ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, einen Kommentar oder ein Abo. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid schön kreativ und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.